Für die schönsten Seiten Ostbayerns geht es diese Woche wieder mal in den Landkreis Cham. In der Perlsee-Region in Waldmünchen gibt es nämlich eine ganze Menge zu erleben. Was genau, das zeigen wir Ihnen jetzt. Vom Kirchturm aus hat man einen guten Überblick über die Stadt Waldmünchen. Sie ist eine Kleinstadt und hat trotzdem viel zu bieten. Der Erlebnisraum Perlsee ist ein absolutes Schmuckstück. Wir haben natürlich hier mit dem tollen See viele Möglichkeiten und die gesamte touristische Infrastruktur, die rund um den See geschaffen wurde, bietet vielfältigste Möglichkeiten für die Einheimischen und für unsere Gäste. Der Perlsee ist ein Stausee, mit dem zugleich durch ein Wasserkraftwerk Strom gewonnen wird. Vor allem aber ist er ein Badesee. Hier kann man nämlich mit der ganzen Familie baden und Spaß haben. Für die Nichtschwimmer gibt es extra eine Begrenzungslinie. Aber auch das Tretbootfahren ist sehr beliebt. Natürlich kann man auch mit dem eigenen Schlauchboot fahren oder Windsurfen. Neben dem Badespaß lässt sich die Natur rund um die Perlsee-Region gut mit dem Rad erkunden. Wir haben sowohl familienfreundliche Fahrradwege hier, also zum Beispiel mit dem Schwarzachtal Radwanderweg, aber wir haben auch speziell für Mountainbiker grenzüberschreitende Radwanderwege geschaffen, die alle Schwierigkeitsstufen berücksichtigen. Und wer es lieber gemütlicher mag, für den ist der Rundwanderweg genau das Richtige. Ja, den Rundweg, da haben wir ja einen kleineren und einen erweiterten und dementsprechend ist es zwischen einer Stunde und zwei Stunden zu machen, wobei sich da eben auch wieder grenzüberschreitende Wanderwege anbieten. Ein besonderes Erlebnis ist der Hochseilpark Waldmünchen. Der Kletterpark wurde direkt in die Baumkronen eingebaut. Gleichzeitig erfährt man so Natur und Adrenalin pur. Aber egal für was man sich entscheidet, ob waghalsig oder gemütlich, die Möglichkeiten rund um den Perlsee bieten für jeden das Richtige.